Wir sind hier vor dem Konzerthaus Schür in Luzern und sind bei einer Band, die ein das Gleiche erlebt hat wie eine Maschine. Wenn ein Zahnrad kaputt geht, dann funktioniert die ganze Maschine nicht mehr. Die Lovebugs, eine der erfolgreichsten Schweizer Bands, die haben das erlebt. Und zwar ist der Gitarrist ausgefallen und darum haben sie jetzt ihre Tournee müssen verschieben. Jetzt können sie endlich wieder auftreten und man hört schon ein bisschen, sie sind sich hier am Aufstellen in der Schür und wir gehen sie ganz kurz stören und ein bisschen wissen, wie das so gelaufen ist mit dem Verschieben von der Tournee. Das ist mal eine leere Schür für die, die sonst immer nur voll gesehen haben. Und das ist die Bühne, wo man sonst als Zuschauer eigentlich nicht drauf darf. Suchen wir gerade mal den Sänger. Da haben wir ihn, den Adi Sieber von der Lovebugs, der mit uns jetzt vor dem Konzert redet. Jetzt sind wir auf Tournee, aber das hat doch ein bisschen müssen verschoben werden. Erzähl mal, was genau passiert ist. Ja, wir nennen es die verspätetste Tournee aller Zeiten. Weil wir wären theoretisch schon vor drei Vierteljahren hier gewesen. Mhm. Und da hat sich unser Gitarrist Tommy hat sich kurz vorher beim Basteln in den Arm gesägt und hat dabei Nerven und Sehnen verwischt und es musste operiert werden und wir mussten die ganze Tournee müssen verschieben. Ich habe in diesem Jahr ein paar Mal im Zusammenhang mit den Lovebugs von Pechsträhnen gelesen und gehört, weil auch die Plattentafel haben wir 2 Monate verschieben auf den Januar, jetzt die Tournee müssen verschieben. Ja. Wenn du jetzt im Nachhinein darüber nachdenkst, ist es Fluch oder Segen gewesen, das Ganze ein bisschen zu verschieben? Das hat einem schon gewohnt, natürlich, aber ich muss sagen, ich bin nur froh, dass wir alle heute wieder gesund sind und parat. Gerade bei der Plattentafel ist Stefan sehr schwer krank und er ist wieder pur im Mund und das ist das, was zählt. Mhm. Der Thomas, der sich eben da beim Basteln die Hand geschnitten hat, ist er auch gerade da? Man will mal wissen, wie es ihm so geht. Ja, Thomas? Ja, er ist unten. Ist er unten? Ja. Dann gehen wir nachher schauen, wie es ihm so geht. Jetzt sind wir eben auf Tournee und können auch auftreten. Und wenn man jetzt so eine Pause hatte, eine Zwangspause, kann das schaden oder kann das auch gut tun, dass man vielleicht noch ein bisschen eingeübter ist? Du, grundsätzlich, wir üben schon fast 25 Jahre zusammen. Da kommt es eigentlich auf das ein oder anderthalb Jahr gar nicht so drauf an. Also, wir kennen uns in- und auswendig und sind eingespielt. Und wir nehmen es so, wie es kommt. Und jetzt, wir sind bereit. Wir freuen uns natürlich noch ein bisschen mehr, dass wir jetzt wieder können live spielen können. Weil seit der letzten Platte ist es fast 5 Jahre. Mhm. Und das ist für uns eine ewige Zeit. Und also, ich lebe für den Moment, für das Konzert. Und wenn es dann so lange nicht ist, dann wird die kribbelig. Und freue mich natürlich doppelt. Und ihr habt die Zeit gehabt, etwas Spezielles zu machen. Vor einer Woche habt ihr das erste Live-Album aufgezeichnet. Wie war das? Ja, geil. Es war ein grosser Tag. Es war sehr anstrengend. Wir haben den ganzen Tag geschafft und gemacht. Und es ist natürlich dann auch zum Glück ein genialer Gig geworden, den wir haben aufzeichnen können. Und ich habe jetzt noch nicht gehört auf die Aufnahme. Ich muss jetzt ein bisschen Distanz haben. Und dann in ein paar Wochen würde ich mir das anhören. Und dann mal planen, wie wir das rausgeben wollen. Wie kommt es nach fast 25 Jahren, dass man sagt, jetzt machen wir mal ein Live-Album? Ja, man hat einfach überlegt, was haben wir noch nie gemacht. Weil Studioalben haben wir doch jetzt dann bald, ich weiß gar nicht, 14 oder 15, haben wir aufgehört zählen mittlerweile. Und das Live, also wir haben vor ein bisschen mehr als 10 Jahren haben wir ein Unplugged-Album gemacht, Naked. Das war damals eine grosse Geschichte für uns. Aber so als Rockband, wie man uns eigentlich normalerweise kennt auf der Bühne, gibt es noch keine Live-Platte und wir haben gefunden, jetzt zusammen mit dem 25-jährigen Jubiläum nächstes Jahr ist das höchste Zeit. Mhm. Jetzt könnt ihr aber auftreten, so wie man euch kennt. Und ich bin ein bisschen schauen, ob ihr genug Equipment habt, weil ihr habt ja auch einiges verschenkt, kann man fast sagen. Auf Facebook habt ihr Bandroom-Equipment sozusagen ausgeschrieben, also Verstärker, Boxen, alles Mögliche. Und die Gegenleistung ist doch recht human, eine Kiste Bier. Ja, das war der Preis. Wir haben es für eine Kiste Bier verkauft. Und ja, nein, es ist schon ein alter Proberaum-PA. Das ist eine tolle Sache. Und wir haben zuerst gedacht, ja, jetzt sind wir so Frikato und kommen ein paar hundert Franken über. Und dann habe ich gefunden, es ist doch einfach cool. Und wir stellen das aufs Internet und ganz eine Band, die halt vielleicht noch am Anfang steht und noch nicht so viel Geld hat. Und von dem her sind wir auf den Preis gekommen von einer Kiste Bier. Und der, der es dann bekommen hat, sind wir zuerst schauen, gefällt uns die Musik und so, geht in unsere Richtung oder hat es einfach wirklich den schnellsten, den geschwindsten bekommen? So ist es. Es ist eigentlich etwa eine halbe Stunde gegangen und wir haben 40 Bewerber schon gehabt und haben gerade gesagt, die ist jetzt schon weg. Und das ist eine Band aus Basel, Gorki Gagarin, die das jetzt braucht und das Bier ist schon getrunken. Und in ihr euch das Equipment weitertragen. Jetzt habt ihr euch es. Und ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich relativ ungewohnt, eine Band noch nicht eingerichtet zu sehen. Was für ein Aufwand ist es, sich da mal einzurichten vor einem Konzert? Ja, mittlerweile sind wir schon recht schnell. Also wir sind
sind jetzt von Basel gekommen und haben innerhalb von 2 Stunden ist das eigentlich eingerichtet auf der Bühne. Und jeder weiss, was wo ankommt mittlerweile und machen wir schnell einen Soundcheck. Ja, und dann legen wir los. Mhm. Und ich kann ja sagen, nach fast 25 Jahren, so als Profis, da könnte man eigentlich Leute engagieren, die das für einen einrichten, aber ihr legt noch selber Hand an. Ja, meist, also wir haben Leute, die uns schon lange Zeit helfen. Also zum Beispiel der Philipp, der hinten am Diskutieren ist, er ist fast schon so lange dabei, wie es uns überhaupt gibt, das Band. Mhm. Er fährt und er hilft tragen und er hilft Seiten wechseln. Und Jonas, der Monitor macht, und Christian, der das Licht macht. Es sind einfach Leute, die gehören eigentlich wie zur Band dazu. Und dank ihnen geht das auch so schnell. Ich glaube, wenn wir es als Band ganz allein müssten machen, dann würde die Konzertanfang noch nicht wirklich laufen. Mm. Jetzt läuft es. Und ich bin immer ein bisschen umschauen, ob der Thomas wieder kommt, weil seine Hand würden wir gerne sehen. Er ist immer noch nicht da, gell? Nein, er ist nicht da. Hoffen wir, er ist nicht am Basteln. Er versteckt sich, wir sind am Aufstellen. Vielleicht ist er hinten schon und Backstage schon ein Bier trinken, wer weiß. Wäre auch schön. Vielleicht noch kurz eine letzte Frage, bevor ihr hier anfangen könnt. Einschlafen. Ich habe so eine herzige Postkarte entdeckt bei euch auf dem Facebook. Und zwar ist das von deinem Götti-Mädchen oder Götti-Bubs. Sieht man eben nicht, ist der Bub, das ja. Hat man eben nicht gesehen. Ja. Und zwar haben die Postkarte auf Facebook da und er schreibt, ich freue mich mega auf euch ein Konzert, aber ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Mhm. Ist das passiert? Nein, es ist noch nicht, er kommt erst im Dezember. Ah. Es hat mich so herzig gedrückt, weil er ist ein kleiner, also er ist wirklich noch ein kleiner, er ist 7, ist noch nie an einem Konzert gewesen. Und er weiss vom Bub, vom Florian, unserem Bassist, weil er ist ein paar Mal an einem Konzert gewesen und der hat ihm dann gesagt, dass es immer so spät sei und er schon eingeschlafen sei an einem Konzert. Und dann hat mir mein Götti-Bub das eigentlich geschrieben als Vorwarnung, dass ich dann nicht enttäuscht bin, wenn er dann einschläft. Und das habe ich so herzig gefunden. Ich bin gar nicht der Einzige gewesen. Wenn du die Menge rausschaust und du siehst einen, so, oh nein. Nein, dann musst du laut werden. Ich glaube, wenn er einschläft, dann schläft er im Backstage. Alles klar. Hey Adi, danke vielmals. Hast du schnell den Zeit genommen? Ganz ein gutes Konzert heute. Und wir schauen mal, ob wir den Thomas noch irgendwo finden und schauen, wie es ihm geht. Ja, da geht es runter, Backstage. Wir können doch mal schauen, was dem Thomas geht, weil seine Hand ist ja schliesslich so ein bisschen schuld daran, dass das Ganze verschoben worden ist. Bist du der Thomas? Nein. Du bist nicht der Thomas. Das wo finden wir den Thomas? Thomas ist unten im Backstage. Im Backstage. Wir werden um seine Hand anschauen. Wir nehmen euch jetzt nämlich mal einfach mit, die Backstage von der Jury, was man ja sonst nicht so schnell kann. Wo haben wir den Thomas? Ja. Thomas? Ja. Sehr schön. Da sieht man schon mal, wie sich die Lovebugs verpflegen so vor einem Konzert. Und den Thomas suchen wir schon die ganze Zeit. Und zwar würden wir gerne wissen, das ist der Thomas. Das will ich sogar noch zum Falschen nennen. Wie geht es in deiner Hand? Gut. Sehr gut. Also, man sieht eigentlich fast nichts mehr. Nein. Da war mal so ein Schlitz von meiner eigenen Teppichmesser-Attacke. Mhm. Aber jetzt geht das eigentlich recht gut zum Spielen wieder. Macht fast nicht weh. Ich würde es vergleichen wie mit einer Maschine. Wenn eben ein Zahnrad kaputt ist, dann geht die ganze Maschine nicht mehr. So ist es ein bisschen bei euch gelaufen. Ihr müsst die Tournee verschieben. Mhm. Jetzt nimmt sie gleich kurz, wenn ihr basteln und sich so eine Verletzung zutun. Was ist passiert? Also es war eigentlich am Morgen nach unserer Plattentaufe gewesen. Und meistens schläft man dann nicht so viel und ist noch ein bisschen beduselt. Und ich habe dort für ein Kinderbettchen die Rädchen abmontieren. Mhm. Und dann ist halt irgendwie noch so ein Plastikteil dran geblieben, das ich rausbekommen habe. Und dann habe ich am Schluss das Teppichmesser geholt und habe das einfach abgekattet. Mhm. Und bin dann irgendwie abgeschlüpft und einfach mit voller Wucht in das Kantonsspital. Ach, ja. Das heisst, basteln wirst du wahrscheinlich nicht mehr in deinem Leben? Ja, einfach nicht nach einem Konzert oben. Also ich finde, zum Basteln braucht es einfach sicher 6 Stunden Schlaf. Da sind wir ja froh. Geht es dir wieder gut? Ihr könnt auftreten heute Abend. Und da sind alle am Einrichten und du hockst da gemütlich am Laptop. Was machst du von dem Konzert? Ich bin überhaupt nicht gemütlich am Laptop, sondern ich arbeite und zwar für die Band. Mhm. Weil wir haben ja vor einer Woche unser Live-Album aufgenommen in Zürich. Genau. An einem Gig. Und das ist jetzt hier auf der Harddisk. Mhm. Und damit wir das alle nächste Woche mal hören können, bin ich jetzt hier das quasi exportieren für alle. Wir freuen uns auf das Live-Album. Ja, ich auch. Bis wann können wir da vielleicht rein hören? Also vielleicht du schnell nachher mit Kopfhörer, aber mehr die Allgemeinheit wahrscheinlich im Frühling. Alles klar. Super. Hey, ganz einen guten Konzertabend heute in der Jury. Danke vielmals. Und schaust, dass du nicht mehr Bastelunfall machst. Genau. So, jetzt haben wir es gesehen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss zurück zu dem grossen Buffet, weil ich finde das immer etwas vom Erstaunlichsten bei Bands. So eine grosse Verpflegung vor dem Konzert.
Die Lovebugs also heute Abend in der Schür, wieder auf Tournee. Und ja, wir sind gespannt, wie wir dann das Live-Album werden hören und wie es nachkommt bei den Leuten.